So, Dalle, also, wie gestern angekündigt, sind wir heute in F1 24 wieder am Start. Wir fahren wieder heute in die Koop-Karriere weiter mit Zenkuri. Wir fahren also die nächsten hoffentlich zwei Rennen. Das sollte hoffentlich hinhauen. Generell von der Zeit her, ich denke mal, wir kommen heute ein bisschen schneller durch als gestern, als wir die Karriere überhaupt gestartet haben. Von daher, genau, wir können schon mal die zwei Spielerkarriere gleich mal wählen, die wir haben. Da müsste Zenkuri eigentlich auch dann schon in der Lobby sein. Genau, wir haben Australien und Japan vor uns, also wir haben quasi, ja, na gut, Australien ist asiatischer Bereich, mehr oder weniger, Ozeanien eher. Wir sind auf jeden Fall auf der anderen Seite der Erde unterwegs und gucken wir mal, was so läuft. Ich habe bis jetzt 0 Punkte, einmal, ich glaube, 13. Platz oder so. Nee, Quatsch, einmal war ich auf dem vorletzten Platz im Rennen und das andere Mal bin ich, in meinem zweiten Rennen bin ich ausgeschieden. Wir hoffen mal, dass es heute ein bisschen besser läuft. Schauen mal. Aber es wird schon. So, moin Zenkuri. Servus. So. Also auf nach Australien und nach Japan, würde ich sagen. Genau. Bin gespannt, was ja, das heute wird. Liegt ja beides auf dem Flug quasi. Ja, genau. Es ist beides in der richtigen Richtung. Ja. Nach Bahrain und Jeddah. Was auch ungefähr auf einer Höhe ist. Und dann fliegt man ja quasi über Japan und nach Australien, oder? Oder sehe ich das gerade falsch? Ja, also normalerweise würde ich sagen, fliegst du eigentlich vom Nahen Osten Richtung direkt nach Australien. Schon direkt rüber dann schon, ja. Okay. Da gehe ich fast von aus. Ich bin jetzt selber noch nie dahin geflogen. Kannst du dann hier jetzt die Ziele auch auswählen oder kann nur ich die auswählen und du kannst das nur sehen? Nee, nur du kannst die auswählen. Ich kann die auswählen, okay. No. Dann mache ich das mal eben. Ja, du schaltest dann manuell, wenn dann hier. Bitteschön. Was? Macht 250 Schaltvorgänge am Wochenende. Ja, okay, da kriege ich hinten, glaube ich. Hat man die nicht fast schon mit einer Runde vielleicht? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, und Rückblenden haben wir auch nicht. Das kriegen wir auch hin. Ja. Das ist nicht so schwer, das stimmt. Nur wenn es ins Ziel kommt, ist die andere Frage. Jetzt ist die Frage, perfektioniere ein Trainingsprogramm oder 5 Meisterschaftspunkte? Sehe ich jetzt beides als möglich an. Also ich sag mal, die 5 Punkte, die holst du. Möglicherweise. Tendenziell so. Und ein Trainingsprogramm perfektionieren, das kriegen wir auch hin, indem wir machen ja ein normales Training und dann eben ein normales Trainingsprogramm. Ne. Australien, war das schon Sprintrennen oder? Nee. Noch nicht, okay. Dann sollte das mit dem Motor noch klappen. So, Entwicklungen, ja, haben wir ja nichts, ne? Und zu wenig Kohle. Na, eigentlich. Oder Punkte, hast du gesagt? Was 1000 Punkte? 300 Punkte haben wir im Moment. Na, 350 ungefähr brauchen wir. Bis nächste. Okay. 360. Dann müssen wir noch weitermachen. Na. Okay. 30% auf dem Motor. Das geht ja noch eigentlich, obwohl der beim letzten Rennen so hart an der Grenze gearbeitet hat.
Was ist die Temperatur? 16 hatte ich jetzt gerade drauf, oder? Ich gucke mal schnell. Ne, 13 habe ich. Echt? Im Gesamten. Im Gesamten? Im Gesamten, ja. Allein Motor habe ich 16 auch, ja. Verbrennungsmotor. Okay, also insgesamt. Was ist denn das? Achso, nee, genau, das, also das, ja, bei mir ist auch das Gesamte ist bei 16, aber der Motor ist bei 30. Ah, okay. Ja, dann hast du. Ja, also das ist halt. Naja, aber genau. Geht noch. 30% Motor geht. Ja, ist noch in Ordnung. Ja. Beim nächsten Rennen ist der Unterboden ja wieder in Ordnung. Und die, und die Seitenkästen und was nicht alles kaputt war. Ja, aber Unterboden kaputt ist, das kenne ich auch vom ersten. Na. Ja, ich konnte auch nichts, also das ist auch, ich konnte machen, was ich wollte, der Motor wurde nicht kühler, weil halt die Seitenkästen auch defekt waren und so, deswegen. Ja, da ist die Kühlung drin halt, ja. Ja. Nicht durch die Qualitätskontrolle gekommen. Wir müssen dem Team über den F&E was war das? Mitteilen, was neu entwickelt werden ja. Soll. Ach, das will Red Bull machen selber. Also quasi unser Cash-Team. Hm. Gucken wir doch mal. Das ist okay. Die machen ja so viel selber. Obwohl, wir könnten jetzt hier vorne mehr Grip, zweite Flügel klappen. Das können wir uns leisten. No. Wäre vor Japan fertig, ist ja sogar auch gut. Komm. Im Moment. Ja, kann man machen. Aber das, was nämlich fehlgeschlagen ist, das will dann halt das Team hat noch einen Moment. Oh, klar, warum nicht? Na. No. Leistungsvergleich. Und hinter Aston Martin und vor Alpine. Okay. Dann können wir weitermachen. Nee. Nun gut, ich muss leider sagen, dass wir Anfang der Woche ein größeres Problem in der Produktion hatten und das gesamte Entwicklungspaket für das Wochenende ausgefallen ist. Gesamte Entwicklungspaket ausgefallen. Müssen über den F&E gestellt werden. Ach, das will jetzt auch das Team machen? Und das andere? Okay. Das ist ja cool, weil jetzt haben sie das andere, haben sie jetzt schon angefangen, was fehlgeschlagen ist, und jetzt wollen sie das andere, was fehlgeschlagen ist. Das ist ja cool. Okay. Brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Ja, auch nicht schlecht. Mhm. Das gefällt mir. Aber das ist ja auch das. Also, mich wundert sowieso, dass das Team quasi selber jetzt anfängt, also da was zu machen. Ist, aber das ist in der anderen Karriere nicht so, oder? Pass auf. Echt? Dass das Team halt Entwicklungen macht und halt der andere Fahrer in dem Fall. Okay. Weil ich hätte gedacht, eigentlich in einer MyTeam-Karriere bin ich ja eigentlich quasi selber das Team. Also. Ja. Bei MyTeam, der Busch selber, bei Fahrerkarriere. Ach so, ach, bei, okay. Hm. Das ist nochmal ein Unterschied, ja gut. Ja, ja. Stimmt, wenn ich. Aber ein leichteres Cockpit haben wir jetzt zu dem Rennen. Gucken wir mal, was das bringt. Mhm. Boah, Regen in Training 3, aber ansonsten alles. Alles trocken. Bestes Wetter. Ja. Nehmen wir mal. Machen wir auch wieder das erste, ne? Ja, genau. Schnell. Zweite wieder selber fahren und dritte schnell. Ja, können wir so machen, genau. Rennstrategieprogramm ist tatsächlich wie auch in Realität, also was ist Realität, wie auch wenn du es voll fährst, ist das, was am allermeisten Zeit kostet. Ja,
Also fährst halt 5 Runden mindestens normalerweise. So. Na. Wenn es richtig auskostet. Du kannst ja nach 3 Runden kannst schon fertig machen, dann hast du ja bloß grün. Na, genau. So, auf geht's. Ich glaube, dahingehend ist was schon wahrscheinlich, also werde ich jetzt wahrscheinlich demnächst mal drauf gucken. Ist wahrscheinlich klüger, erstmal die anderen beiden quasi im Schnelldurchgang zu machen, als dann die Genau. Rennstrategie, weil du. Aber die Rennstrategie fahre ich jetzt lieber selber dann. Na, genau, ne, den habe ich. Deswegen. Jetzt habe ich jetzt im Prinzip Streckenakklimatisierung habe ich jetzt fertig, perfekt. Na. Und ich würde jetzt im Prinzip rausfahren mit der Rennstrategie. Und wenn noch Reifen genug übrig ist auf dem Medium, probiere ich Reifenmanagement. Wenn nicht, dann habe ich einen Soft nochmal Reifenmanagement. Oder je nachdem, was wir jetzt noch haben. No. Sagen wir Medium und Soft haben wir ja, genau. Hallo. Das geht dann sich genau auf. Hallo, Frau Bimmelbahn. Und Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut und deinem Männer. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Oder ich mache mal weiter. Ich habe noch nie so oft wie in letzter Zeit meine E-Mails gecheckt, ey. Warum das? Ja, ob da mal die Rückmeldung kommt, oder eine Rückmeldung kommt bezüglich der Bewerbung, die ich halt losgeschickt habe. Das wäre halt schon wichtig. Moin, Meister. Moin, Skyler. Ja, Frau Böbelbahn, das freut mich. Und ja, bei mir ist, also das, was schick sein kann, sozusagen, ist soweit schick. Ich habe halt, ich sag mal so, die körperlichen Themen kennst du ja. Die lösen sich zu 50% dann hoffentlich ab nächster Woche. Ab besser gesagt, nächste Woche Donnerstag. Dankeschön. Ach, wieso ist denn das jetzt wieder da? Gleich kommst du in eine DRS-Zone. Die Entfernung siehst Och, du auf das deiner ist doch nicht dein Helmkamera. Ernst, Spiel. Diese komische Linie auf dem Boden. Nee. Das OSD hat sich wieder umgestellt. Okay. Das ist mir wieder mitten im Gesicht, ey. Unangenehm. Ja. Tut es nicht weh? Ja, wenn ich deswegen gegen die Wand fahre, auf jeden Fall. Na, gucken wir mal. So muss sich Raikön gefühlt haben, als der in Belgien durch diese Nebelwand gefahren ist. Na ja, gut, das war wahrscheinlich doch ein bisschen schlimmer. Auch. Dieser Chromeffekt vom Lack her, das sieht aber auch cool aus, oder? Oder siehst du das gar nicht so? Erkenne den jetzt gerade gar nicht mehr so. Okay. Wenn du Cockpit-Ansicht hast, das hat
Seto deutlich. Du siehst es wahrscheinlich ganz gut an den Seiten, ne? Ja, also am Halo oben und an den Seiten. Da die dunklen Stellen halt, schattigen. Eine richtige Chromreflexion. Ja. Doch DS gedrückt, wieso? Okay. Jetzt fahren sie alle raus. Ach du Scheiße. Ganze Kolumne. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Gut, dass ich mein Programm gerade abgeschlossen habe. Also komm zurück in die Garage und ich zeig dir die Zahlen. Ja, die erste Kurve ist ein bisschen fies, wenn da gerade einer ist, der rauskommt. Ja. Und jetzt sogar versucht Platz zu machen. Also, es war angenehm gerade. Besser als bei so manchen Multiplayerern. Da? Ja, er bleibt da. Gut, danke. Ja, ich muss mich echt trauen. Also, ich merke, dass ich irgendwie. Also, ich merke in diesem Spiel deutlicher dass im, als im letzten Spiel, dass ich zu langsam hochschalte. Moin, Meister. Moin, Frank. Langsam. Und am Anfang da die ersten Gänge. Ja, ja. Generell. Ja, vor allem die ersten Gänge. Ich merke, wie schnell ich. Im Begrenzer bin. Okay. Das Problem ist nur, ich höre es nicht teilweise. Also. Du hörst es nicht. Hast du Schaltpiepen an oder? Nee. Ohne. Nee. Ohne. Ohne Schaltpiepen. Und mittels kann auch nervig sein, halt manchmal, ne? Ja. Deswegen. Nee, ich habe das. Also. Ich hatte jetzt auch zweimal oder dreimal so das Gefühl, eigentlich hört sich der Motor schon so an, als wenn er quasi im achten Gang wäre. Also er hörte sich schon so an, als wenn er ja nicht am Ende wäre, aber... Ja, du musst ein bisschen anders gucken, weil die Gänge, die sind ein bisschen individueller. Ja. Also das heißt, der achte Gang, der ist nicht wie der siebte Gang und der siebte ist nicht wie der vierte und so. Naja. Die haben eine bestimmte Übersetzung bei jedem Gang halt. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade beim Reinschieben diesen... Und gerade beim Patch haben sie das jetzt wohl jetzt auch nochmal extra angepasst, wohl gerade den siebten und achten Gang. Echt? Ja. Das sind ja Schweine. Alles bereit? Dann los. Ich habe jetzt gerade beim Reinschieben habe ich den Chrom-Effekt gesehen. Sieht tatsächlich cool aus, aber von oben siehst du den kommen. Ja.
Das Rot oben ist auf jeden Fall deutlich matter. Ja. Und so von oben und das beim Blau siehst du den Effekt quasi, wenn du es, also, ja, wenn du ihn sehen willst, dann. Aber so, wenn die normale, wenn die Sonne drauf scheint, eher schwieriger, tatsächlich. Ganz schwieriger, ja, genau. Aber wie gesagt, im Schatten, da kommt es richtig geil. Ja. Temperatur für die Reifen so wichtig ist, sind Abkühlungsrunden nach einer Pushlap unerlässlich, um die Reifen nicht zu stark zu beanspruchen und die Batterie wieder aufzuladen. Aber ich glaube, ich nehme sicherheitshalber auch ein klein bisschen mehr auf der Vorderachse die Bremse. Immer ab und zu mal so einen kleinen Rutscher auf der Rückachse gekriegt beim Bremsen. Ja. Und ja, sicher ist sicher. Ich habe das nicht nur ab und zu tatsächlich. Ich finde schon ein angenehmes Fahrzeug auf der Strecke, schön ruhig sonst. Ja, das stimmt. Oh, Mercedes. Oh. Jetzt hat er mich zu krass irritiert. Ah ja, da so rum neben der Ideallinie. Das war mir zu knapp. Frank, das ist kein Golfrennen. Ich dachte, ich müsste so viel driften wie möglich hier. Ist da nicht vom Falschen ausgegangen? Informationen daraus gezogen. Ja, nutzen wir mal gerade die Outlap, die Inlap, um auf der Inlap, ja. Die USD-Anpassung noch mal zu machen. Das ist wirklich ein Stress. Also das verstehe. Verstehe, wer will. F9 muss ich. Das Training. Das. Und das Zeug nach unten. Boxeneinfahrt kann auch tödlich sein, damit die rechte Ecke. Ja. Die haben die Mauer echt weit vorgezogen. Ja, die sollte man tunlichst treffen. Also die Einfahrt. Die Einfahrt. Genau. Nicht die Mauer. Genau. Oh, was sagen die Zeiten? Eine halbe Sekunde bin ich mit dem langsameren Reifen hinterher. Okay. Du mit dem gleichen Reifen. Ja, eine knappe Sekunde, sagen wir mal. Was? Und mal gut auf. Ja gut, den fahren jetzt alle noch.
Ja, gut, ich bin so schnell wie Stroll. Hm. Ich habe nicht perfekt. Nix. Oh. Trabi, moin moin. Jetzt aber mal Gas hier, ja, genau. Ich versuch's ja. Oh, perfekt kriege ich nicht mehr hin. Mach ich Reifenmanagement noch. Also ich habe tatsächlich Streckenklimatisierung und Reifenmanagement auf 5. Beides. Oh, nice, nice. Muss ich nachdenken. Auf geht's. Kein DNF-Aussetzer. Ja, das wäre schön, Trabi. Ich gebe mein Bestes. Ja, also generell das ganze Team, keine Schäden. Ich auch nicht. Das wäre echt gut. Ja, das hätte was. Mechaniker, bitte weg vom Auto. Wir sind startbereit. Einfacher gesagt als getan. Manchmal ja. Aber was es jetzt schon deutlich angenehmer machen wird für mich. Deutlich angenehmer. Oh, frisch rausgefahren, Vorsicht. Habe ich jetzt das Differential geändert? Ich glaube schon. Ich glaube, das war bei 70. Was wollte ich sagen? Ach ja, was jetzt schon mal ändert, hoffentlich zum Besseren gerade ist, wenn ich jetzt diese blöden Anzeigen nicht mehr direkt vorm Gesicht habe. Ah ja, definitiv. Vor allem nicht mehr auf dem Gesicht. Ja, genau. Irgendwann ist es vielleicht auch wie mit dem Halo, den siehst du dann eben gar nicht mehr. Aber so weit wollte ich es jetzt nicht kommen lassen. Ja, wenn die Reifen noch ein bisschen kalt sind, dann ist ein bisschen rutsch. Ja, ich finde jetzt gerade aber generell, dass es irgendwie ein wenig rutsch ist. Also du merkst auf jeden Fall krass, ob du Sprit im Tank hast oder halt nicht. Das merkt man auf jeden Fall, ja. Weil, also, das macht das Fahren komplett anders gefühlt. Na gut, und ich habe halt jetzt auch 20% auf den Reifen schon, aber ein bisschen da. Ja, ich finde links auch. Aber eine Runde perfekt abgeschlossen. Also ich habe ja schon auf 56 hochgestellt und ich habe gerade eher das Gefühl, ich müsste noch auf 58 stellen. Also ich bin bei 56 jetzt gerade. Nun, bei 56 haut mir das Heck ab. Also mit dem Setup, was du halt hast, ja. Im Rennstrategieprogramm. Ja, aber also 58, ja, probier halt mal. Und wenn du vorne nicht dann Lock abkriegst. Ja. Lieber weitergehen einfach. Weil wenn du zu weit bist, dann merkst du, dass das vorne blockiert. Ne, also das ist, glaube ich, eigentlich halt kein Problem. Hallo, Killer Cat. Vollstes Vertrauen. Dankeschön, Trabi.
Wenigstens einer hat vollstes Vertrauen. Ich will, wieso soll ich dir denn irgendwas unterstellen? Wo kommt das denn jetzt her, Skyler? Sky Sky. Gute gewohnte Zeit. Keine an dich klaut außer Trappi. Ja, naja, das. Mach dir da mal Gedanken drüber. Sky Sky. Schön. Na gut. Gucken wir mal. Moin Marvin. F1 Abtrünniger. Ja, soweit ist alles klar. Ich bei dir auch. Auch hör mal. Habe ich jetzt. Was bin ich jetzt mit dem Programm eigentlich mal? Ist das mal durch? Also, was ja, ich du schon fährst und fährst. Ja. Was machst du? Ja, das ist halt Rennstrategieprogramm. Ah, okay. Cool. Jetzt gerade schon wieder, weißt du? Ich dachte so. Ja, irgendwie fühlt es sich an, als wenn ich schon im 8. Gang wäre, aber nö. War erst im 7. Hm, okay. Bei dir ist nicht alles klar, Marvin. Warum denn nicht? Was ist da los? Wie kann man dir helfen? Auf seine starke Schulter zum Anlehnen. Muss ich halt echt noch Reifenmanagement machen, noch eine mit Ideallinie, fehlt mir. Jetzt muss ich das wirklich bei dem anderen lesen. Was hast du gesagt? Beim Reifenmanagement Ideallinie Bonus. Der fehlt mir noch. Ja, der fehlt mir auch. Den werde ich auch nicht mehr kriegen. Ich bin mit Sicherheit an einigen Stellen weit ab von der, oder das heißt weit ab von der Ideallinie, aber. Ja, ich weiß, dass hier meine Linie anders ist als die von dem Spiel daher. Ja, das ist halt das Ding, ja. Was wir wollten.
kann nicht jeden zufriedenstellen. Nee, das ist richtig. Schulter ist maximal kaputt. Muskel angerissen. Sehne angerissen, Schultergelenk verstaucht, geprellt. Was hast du denn gemacht, Marvin? Hallöchen, Kifoga. Guten Tag. Keine Chance. Ich habe leider nach einer Runde das Programm auch abgeschlossen. Das ist blöde. Och Mann. Das ist natürlich. Ich bin jetzt auf 15. Aber gut, ich hatte jetzt auch. Sagen wir so, ich habe den schnellen Teil der Programme hab ich am Anfang gemacht und den langsamen Teil am Ende. Macht dann auch viel aus. Na gut, die Strecke wird ja auch immer schneller. Ne. Naja, so haben sie wenigstens noch für die soften Daten. Ja, es hilft bestimmt nochmal extra. Definitiv. Sie haben sehr, sehr großen Einfluss auf die Rennstrategie. Genau. Solange sie nicht mit einem kleinen Notizblock kommen. Wer weiß, wer weiß. Dein Frontflügel sieht aber auch ein bisschen aus, als hättest du zwischendurch mal gut das Gras mitgenommen. Ja, ich habe geguckt, ob der auch tief genug geschnitten ist. Ja, finde ich gut. Da sollte man unbedingt auch zwischendurch mal nachgucken, weil wir sind ja nicht. Aber falls man rüberkommt, ne, dann ja. Weiß man wenigstens, okay, die Höhe hat er. Genau, dann weißt du, wie das Grip-Level ist auch dann so. Dann genau, sonst musst du halt das Fahrzeug höher legen, um da dann rüberfahren zu können. Ja, richtig. Und wir sind und ja je nicht tiefer in den... Je tiefer die denn mähen, desto tiefer kannst du das Fahrzeug legen. Das stimmt, ja. Und wir sind ja nicht in England, wo man sich drauf verlassen kann, ne? Definitiv. In Australien musst du immer nochmal besonders nachgucken. Ja. Und auch ab und zu gucken, ne, wo wirbelt Staub auf und so. Ja, genau. Wie groß sind die Steine, die der hinter dir abkriegt? Sind die groß genug, dass es auch Schaden anrichtet? Und so? das ist die Formel 1 Art, wie man quasi
Mario Kart-mäßig Bomben hinter sich legen kann. Genau, genau. Ja. Mir gefällt die Art, wie du denkst. Danke. Erfahrung 50, also so wenig, also das ist ja unfassbar. Zack. Alle Ziele des Trainingsprogramms wurden erreicht. 5, 5, 5. Jawohl, bei mir jetzt auch. Wir hätten, glaube ich, sogar nur eins perfektionieren müssen. Eins haben wir gebraucht. Ja. Wir haben einfach mal alle gemacht. Aber jetzt haben wir einen Perfect One. Das ist unser Wochenende. Hat zumindest anhand der Trainingsprogramm schon mal. Oh, es gab einen Skillpunkt in Erfahrung. Ja. Nicht mehr nur 50, sondern jetzt 51 Erfahrung. Oh, ich bin schon auf 52. Was? Nein, du hast, ja. Ja, du hast bessere Ergebnisse gehabt. Rennkunst, Aufmerksamkeit, Tempo und Konzentration bleiben so. Bam, bam, badam, bam. So, dann checken wir nochmal die Entwicklung. Da will Red Bull was machen. Ich habe mal Red Bull. Da ist ja eigentlich auch Red Bull, oder? Kann man so sagen. Ja, vom Prinzip her sind, also wir sind sehr nah mit Red Bull verwandt, so gesehen. Oder. Sagt ja schon der Name. Also was mich gerade direkt anlacht, der Kabelbaum mit sehr viele Prozente drauf. Das würde ich gerne der KI wegnehmen. Ja. Direkt schon. Ich gucke nochmal vorher durch. Bei Zylinderkorb will er nämlich nicht machen. Was kostet Zylinderkorb? Gut, das kann man, glaube ich, beides. Dann nehmen wir das die KI weg. Ja, dann können wir Zylinderkorb machen. Wunderbar. Beim Zylinderkopf ist die Herstellung auch viel geschlagen gewesen. Genau, genau. Der Zylinderkopf kommt vor Japan noch und das mit Kabelbaum, dass der leichter ist, kommt nach Japan. Okay. Aber ich bin halt, wie gesagt, ein Verfechter von Gewichtsreduzierung. No. Weil Leistungsgewicht ist das A und O quasi auf der ganzen Strecke. No. Und dann das nächste, dann halt Luftwiderstandsreduzierung quasi. Ich muss ja sagen, ich freue mich, was das angeht, schon auf die 2027er Autos. Das 26, oder? Oh, ist es 26? Auf jeden Fall in den nächsten Jahren, ja. Ich bin der Meinung, 26, wo auch die anderen Motoren kommen. Na, dann kann auch sein, dass es 26 ist. Auf jeden Fall wollen sie das Gewicht um 30 Kilo reduzieren. Genau, weil das Fahrzeug ja auch kleiner wird. Genau. Also ich finde, optisch gesehen hat schon ein gutes Stück kleiner, muss ich sagen. Ja, also. Aber noch nicht ganz so klein wie ich sag mal 2010. Also an der kleinen Format kommt man nicht ran, aber trotzdem schon ein gutes Stück kleiner. Also gibt Hoffnung für besseres Racing. Also ermöglicht dir mehrere Linienmöglichkeiten bei der Strecken. No. Es macht vor allem halt auch, sag ich mal, das Racing und generell Fahren auf Strecken wie Monaco und so wieder ein bisschen angenehmer. Also ob das schon reicht, das richtig angenehm zu machen, weiß ich nicht, aber es wird mit Sicherheit schon besser werden.
So. Ich denke mal, ja, gerade auf solche Strecken hat, wie gesagt, ja, die so eng sind, dass da auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mehr Racing entsteht, durch diese Gegebenheit, dass andere Linien entstehen, die man fahren kann dann auch. Na genau. Okay. Sind wir gucken mal. So, ich muss erstmal abwarten ein bisschen. Bis der Pulk da weg ist. Ja, gerade hast du ihn tot. Und dann kommt eine kleine Lücke und dann danach ist aber viel Platz hinter mir. Na. Wait. Ach, da bist du. Ja, okay. Dann warte ich dich da auch noch ab. Fertig. Bereit. Nicht so einen blöden Fehler hier machen auf der Auto. Wir sind auf P13 Ich bin erstmal zufrieden. Eine 18,4. Da kommen langsam Wolken. Ich würde direkt gleich den nächsten Versuch machen. Sieht komisch aus. Erstmal den ersten Versuch abschließen.
Nö. So habe ich denn da auf dem Körb so. Warum habe ich da überhaupt den Körb mitgenommen? Das ist die andere Frage. Warum tust du sowas? Ich weiß auch nicht. Trotzdem Vierter. Das ist... Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Du bist mit Mediums gefahren, dann? Ja. Okay. Dieser Flex. Die anderen Red Bulls, die fehlen noch. Oh, die kommen jetzt. Okay, na klar. Oh, Max, Bernds. 17,8. Na, okay. Jetzt sind alle einmal durch. Na, dann bin ich mit dem Quersteher auf Platz 7 gelandet erstmal. Dann direkt nochmal. Na. Aber ich fahre, glaube ich, 2 Runden mal zum Aufwärmen. Ich bin ja schon froh an und für sich, dass ich das Auto noch fangen konnte da. Ich habe wirklich komplett quer gestanden und habe das Auto dann irgendwie noch wieder gerade gekriegt. Da bin ich ja tatsächlich eh immer wieder mehr oder weniger überrascht, wie sehr dieses Spiel einem quasi so den Umgang mit dem Auto quasi beibringt, ne? Ja. Also dass man dann doch nochmal in der Lage ist, so ein Auto irgendwie gerade zu kriegen, beziehungsweise halt aufzufangen und so. Hatte ich tatsächlich auch schon mal eine Situation in Real Life, wo ich, glaube ich, ohne diese Formel 1-Kenntnisse sozusagen, hätte ich wahrscheinlich einen Fahrradfahrer mitgenommen, der nachts einfach so über die Straße gefahren ist. Ohne Licht natürlich. Ja, was? Nachts einfach über die Straße gefahren ist? Ja, ohne Licht natürlich. Okay. Also der hat halt die Straße überquert. Aber eine Landstraße, wo du es halt nicht auch nicht unbedingt erwartest oder so. Na gut, solange Mond war, Mondschein, geht sowas. Ja, aber ich. Aber wenn halt bewölkt ist und so richtig dunkel, dann das war schwierig. Reines Glück, dass ich den gesehen habe. So, ich wollte. Ich bin halt voll in die Eisen gegangen und dann war es okay, dann hat es geklappt quasi, ne? Aber das wenn du da ein paar Sekunden später reagierst oder sowas, dann Gnade dem Gott. ist von dem Fahrrad am Ende nicht mehr viel zu sehen. Und du als Autofahrer kannst da nichts machen. Ja, eben. So, ich muss mal gerade gucken, ich wäre im ersten Sektor bin ich ganz knapp hinter Max. Und im zweiten Sektor wäre ich sogar vor Max. Na? Und dann kam im dritten Sektor der Quersteher. Der hat mir wahrscheinlich irgendwie ein Achtzehntel oder so gekostet. So.
ist denn die Situation auf der Strecke? Ja, okay, ist leer. Hab ich. Alles fertig, alle weg vom Auto, ab auf die Strecke mit dir. Ah, gekottet. Nächste Kurve. Ach, scheiße, muss gegen da. Aber die eine Runde mehr, die bringt es auch nicht wirklich, was Reifentemperaturen geht. Okay. Da kann ich auch auf der eine fahren. Ja, ich bin ja eh irgendwie immer der Verfechter, jetzt rein von meinem Kopf her, der Verfechter davon, einfach eine schnelle Runde und dann... Ja, ist ja auch vom logischen her auch das Sinnvollere, nur ich habe halt geguckt wegen Reifentemperatur, ne? Dass ich dann halt eine Runde dranhänge, um mehr Temperatur zu haben, effektiv bessere Temperatur für die eine Runde. Ja. Weil die zwar nicht so schnell hochkommt, aber für ein Rennen ist die passend. Ja. Ja, dann müsste man vielleicht gucken, vielleicht fürs Quali eine andere Reifendruckvariante nehmen oder so, mal probieren. Ja, Ricardo, ich habe den Bot gerade erst im Hintergrund aufgemacht, weil ich dachte, ich könnte ja schon mal testen, zwei, drei Sachen noch, die funktionieren. Was ich zum Beispiel schon mal merke, ist, dass wenn du Moin schreibst, dass das nicht funktioniert. Da sollte nämlich theoretisch noch was anderes kommen. Also jetzt nicht bei dir speziell, sondern generell, wenn jemand Moin oder Guten Morgen oder Hallo schreibt. Nice. Wie alt, juhu. Welche Aufnahme meinst du, Skyler? Ich glaube nicht, also nee. Das meine ich nicht. Ich meine tatsächlich, also ich habe verschiedene Moin- und Hallo-Sounds theoretisch. Die sollte der halt abspielen aus dem Ordner dann. Aber ich glaube, da muss ich. Ich sag mal so, ich habe die gestern da reingeschrieben. Und. Es hat irgendwie. Also es scheint nicht so zu funktionieren, wie ich mir das gedacht habe. Ich muss wahrscheinlich die dann irgendwie einzeln, entweder einzeln anlegen, die
einzelne Möglichkeiten oder. Oder du sagst mir, ob es andere, ob man das anders irgendwie trennen muss, damit er es als unterschiedlich annimmt. Hab's dann auch verstanden. Sehr gut. Ja, nachher heißt dann aber heute, also Spätabend sozusagen, wenn ich vom Fußball wieder da bin. Also wir machen hier heute, das kann ich vielleicht so schon mal sagen. Eigentlich voll hinter den Zug. Bis ungefähr. Egal. Bis ungefähr 18 Uhr, 18.30 Uhr. Ungefähr. Ich hoffe, das klappt ungefähr von der Zeit her mit zwei Rennen. Danach gehe ich, fahre ich zum Fußball. Und ja. Haben wir denn eine Minute noch? Okay. Da werde ich nichts mehr machen. Okay, stark. Verstappen war im ersten Sektor extrem langsam. Oder ist der schon auf der Insel? Nee. Nee, ich habe nichts gesagt, Kifoga. Alles gut. Also. Ich glaube, nichts in deine Richtung zu will. Ui. In dem Fall, Chichi, Kifoga. Was? Ja. Komme ich denn zu der Ehre? That's racing? Ne? Aber knapp, muss man dazu sagen. Ja, das auf jeden Fall. 0,083. Unglaublich. Ach, Mensch, das ist ja... Es steht nicht mal bitte warten, sondern einfach nur warten. Ja. So.
Okay, ich verstehe es gerade nicht. Auch gut. Was? Ich habe gestern mal angefangen, so langsam mal den Streamerbot einzurichten. So. Ich habe den nebenbei jetzt laufen gehabt, um so zwei, drei Sachen vielleicht mal zu testen. Und eigentlich habe ich gesagt, okay, wenn jemand reinschreibt, also wenn jemand so Moin Moin oder Guten Morgen oder so reinschreibt, weißt du, dass so ein Sound kommt. Hat triggert dann. Jetzt hat Kifuga gerade irgendwas geschrieben, so dass er halt in ein paar Minuten dann richtig da ist. Und da triggert, und da kam halt der entsprechende Sound und ich frage mich, warum? Weil Kifuga hat nichts in die Richtung geschrieben mit Hallo, Guten Morgen, was weiß ich. Auch gut. Ich lass das jetzt einfach mal laufen, gucken, ob jetzt bei jeder Nachricht sowas kommt. Dann disable ich das aber mal ganz schnell wieder. Es hat jemand, der überall seinen Senf dazu gibt. Ja, vor allem, wenn die ganze Zeit meine eigene Stimme kommt und dann Hallo, Dri. Zum Beispiel. Also ich habe halt so Sachen aufgenommen wie so Tschüsseldorf oder so, ich weiß gar nicht. Also solche Geschichten. Ne? Jetzt. Warten. Ah, noch speichern bei Online-Diensten, natürlich. Man hört die australischen Fans, die hier im Albert Park an die Strecke gekommen sind. Es ist ganz schön laut hier. Willkommen in Melbourne. Die Stimmung auf den Tribünen kann nur eines bedeuten. Heute ist Race Day. Wir melden uns vom Albert Park Circuit. Insgesamt 5,28 Kilometer auf einer Straße mit holpriger Oberfläche und einigen Bodenwellen. Um den See führen 14 Kurven und die besten Überholmöglichkeiten bieten sich in Kurve 1 und 3. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Martinez startet aus der Pole Position und Chen macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Auch geil. Verstappen, Norris, Hamilton, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Perez, Stroll, Russell, Sainz, Leclerc, Ocon, Albon, Gasly, Magnussen, Bottas, Joe, Hülkenberg. Bei Magnussen sieht der Bart aber auch aus wie ein Bildfehler. Bei mir ist heute der frühere Rennfahrer und ehemalige Weltmeister. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich angemessen ankündige. Stefan Römer, hallo. Beim letzten Mal lief es leider nicht so gut. Es war kein gutes Rennen. Die Frage ist, können Sie das ausblenden? Gute Frage, Sascha. Was auch immer beim letzten Mal passiert ist, man muss es hinter sich lassen. Mir wurde als Fahrer immer gesagt, dass ich es abhaken und vergessen soll. Natürlich tut es weh, wenn es passiert. Aber man darf sich nicht damit aufhalten und es ins nächste Rennen mitnehmen. Also lass es hinter dir und mach einfach mit dem Rennen weiter, das jetzt vor dir liegt. Immer lächeln und winken, genau. Muss hin. Wie er gerade sagt, andere saugen die Energie der Zuschauer auf, andere winken den Zuschauern zu. Ja. Wie? Das sind zum Teil echt komische Strategien, die man fährt, ne? Gefühlt, aber gut. Aber ein Stopp hört sich eigentlich immer so am besten an. Ja, zeigt es auch an, in der Zeit her.
Immer diese Brummbrumm draußen. Alles nur Luftpumpen. Also ich wäre soweit. Ja, ich muss aber, ich muss das gerade mal disablen, ja. Weil tatsächlich als mein Kifoga für B, als Kifoga okay. gerade geschrieben hat, kam wieder, hallo Dri. Das ist nicht unbedingt so gewollt, um ehrlich zu sein, da muss ich nochmal ran. Ich glaube, ich darf als Trigger nicht Twitch-Chat-Message reinschreiben, sondern es muss irgendwas anderes sein. Ich glaube, da muss ich Kriterien irgendwie für festlegen. Ja, gucken wir mal. Mal schauen. Ja, ich wäre auch soweit, tendenziell. Wunderbar. Auf ihn zu rennen in Melbourne. Erstmal die Einführungsrunde natürlich. Alle mit Medium. Gleich geht's ja. los. Ja, ich habe überlegt, ob ich mit harten starten soll, aber ich habe mir dann so gedacht, nee, an erster Stelle fährst du nicht mit umgedrehter Kontroverse Strategie. Da könnte man auch machen, aber da musst du schon gute Pace hinlegen, ja. Das ist die Geschichte. Auch wir sind gespannt, welche erfolgreich sein werden und welche nicht. Moin, Heimi. Oh, Rückblenden, ja. Wir haben ja keine Rückblenden. Ja, das ist der Trick. Deswegen, Heimi, das ist gut gemeint. Ich erstatte dir mal die Punkte zurück. Du hast es noch an, jetzt. Ja, ich erstatte dir mal die Punkte zurück. Weil Rückblendenverbot haben wir uns tatsächlich selber gegeben schon. Das heißt, es kann gar keine Rückblende gemacht werden. Aber ich. Deswegen ist quasi das, die Punkte dafür auszugeben, ein bisschen sinnlos. War mir nicht sicher, ob du da rechts bist, deswegen habe ich ein bisschen mehr Platz gelassen. Naja, aber die haben keinen Platz gelassen. Ja, das war das Problem. Das habe ich im Rückspiegel gesehen, ne? War du so schnell, du kannst jetzt gerade noch. Ich versuche die aufzuhalten, weil ich habe Schaden. Oh, echt? Scheiße. Ja. Diese Rechtskurve, die könnte mein Nemesis werden. Also ich habe starken Unterbodenschaden. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Das ist nur, weil Verstappen mir nicht reingefahren ist, oder? Ja. Das nicht einmal. Ne. Er hat richtig gedrückt. Ich habe es im Rückspiegel gesehen gehabt, in der ersten Kurve. Zumindest. Denk an die Überholtaste, wir haben Energie und sollten sie nutzen. Yeah.
aber stark, dass du dich hältst. Ich gebe mein Bestes. Ja. Ist nicht einfach. Das glaube ich. Kannst du dir vorstellen, als würde die Hälfte von deinem Grip weggenommen? Ja. Hatte ich im letzten Rennen gestern, ne? Jetzt kannst du im Prinzip deine sichere Pace gehen. Ja. Ich kann den Kampf da hinten an den anderen anhand der Zeiten nur erahnen, ey. Das ist irgendwie. Oh, der nächste Kontakt, Max! Sind Fights schon hart. Sehr hart, ja. Wieso nichts gut? Auto doch zu tief. Ne. Hallöchen. Was soll der das Badum? Das ist ja frech.
Früher war ja die Stelle mit dem mit der Schikane, die vor der ich am meisten Angst hatte. Mit gerade ist fast die andere Rechtskurve. Also die zweite Rechtskurve nach der Schikane. Ja, das ist, wo ich Angst habe. Was hab ich? Oh, verdammter Spatzen. Oh, sorry. Nochmal, nix. Hab ich mit dem Feder wieder gut gemacht. Yes, komm. Bitte. Nein, hat nicht gereicht. Och Mann. Um DRS von Max zu kriegen? Oder? Ja. Aber ich bin jetzt wieder dran. Aber Norris ist halt auch hinter mir dran. So, bin ich denn wieder da? So. Geht wieder, okay. Ja, mein OBS hatte irgendwie kurz keine Verbindung. Ich weiß nicht warum. Und Verstappen ist jetzt auf 3 Sekunden wieder dran. Okay. Ja, und eine Teamaufgabe habe ich nicht erfüllen können. Mein Motor ist einfach permanent zu warm. Aber gut, wenn der Stream jetzt wieder da ist, ist schon mal gut, dann bin ich schon mal beruhigt, was das angeht. Den Abstand zu Verstappen kriegen wir schon. Gehst du in die Box oder fest weiter? Ich gehe in die Box. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Okay, mach dir um dieses Ziel erstmal keine Sorgen. Konzentrieren wir uns auf den Boxenstopp. Oh, Leute. Es gab ein Problem beim Montieren des rechten Vorderrads. Das ist natürlich nicht ideal, aber versuch wieder ins Rennen zurückzukommen. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Das ist Verstappen auf 0,2 Sekunden an mir dran, weil ich bei der Box mit dem rechten Vorderreifen ein Problem hatte. Oh nee. Ja. Ja, dann kann ich mich ja auf was freuen, wenn ich jetzt in die Box fahre. Na, ich hoffe eher darauf, dass die jetzt diesmal vielleicht mal keinen Fehler machen. Ich weiß nicht. Sehr gut. Weil bei mir haben sie tatsächlich bis jetzt immer einen Fehler, glaube ich, gehabt. Oder zumindest schon in Jeddah auch. Was? ...5 Sekunden, aber das in Ordnung. No. Keine Reifenprobleme zurzeit. Konzentrier dich aufs Fahren.
Ach komm! Da, so schnell! Oje. Da ist jemand auf der Gleise anscheinend, der Hochdruckflügel. Sorry dafür. Wofür? Ja, bei mir ist hat man es wahrscheinlich. Kampflinie, Kampflinie. Immer Kurveninnere abdecken. Ah ja, da habe ich einen Warning gekriegt. Na, mich ärgern die 3 Sekunden. Ne? Ich würde auch nur ins DRS kommen. Ich soll dich überholen. Ja. Du hältst mich auf angeblich. Ja. Den Eindruck habe ich auch. Der Stubben hält mich auf. Den Eindruck habe ich auch. Das war übertrieben gerade. Noch ein Warning.
Sehr schön. Ich hab da erst. Wunderbar. Klasse Manöver. Bei dir sieht das so einfach aus. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich jetzt einmal mit Verstappen vernünftig ins Kämpfen gehe, dann wirst du auf jeden Fall ausschließen können. Das sollte eigentlich funktionieren, halt. Ja, ich. Mir läuft die Soße das Gesicht runter. Sammel mal du, wenn möglich, ein bisschen Energie. Was? Sammel mal, wenn möglich, Energie. Ja. Oh, das war Schopper. Mir wird vom Team gesagt, ich soll dich vorbeilassen. Nein. Nein, aber ist so. Ignor. Ja, alles gut. Energie sammeln. Ich hab grad 75% wieder. Mich auf mein Rennen konzentrieren. Okay. Ja, ich muss schon noch mal aufpassen, Max ist vorbei. Ja. Aber du hast genug Energie jetzt extra dafür. Ich habe halt das Problem mit den 3 Sekunden. Da wird. Ja, trotzdem. Er kann noch einen Ausfall kriegen. Das stimmt. Und noch bist du vor Norris. Nein! Weil ich gezockt habe. Wir sind noch in gutem Zustand.
Magnussen ist ausgeschieden. Okay, alles klar. Ich stand da jetzt an der Seite. Der Magnussen. Das war der. Ja, ja, ja. Wir sind vorher schon an einem anderen noch vorbeigefahren. Okay, ja. Das war der andere. Ja, ich. Okay. Beschäftige ich mich jetzt mal nicht mit. Ich auch nicht manchmal. Ich hab immer so was gesehen, so, oh, da war was. Ja. Aber wer das war, habe ich halt auch nicht gesehen. Kam auch keine Anzeige, dass irgendwie ausgeschieden ist. Ja, eine Anzeige kam, ja. Doch. Oh. Dann war ich so im Tunnel, dass ich es nicht gesehen habe. Passiert. Laut Kifoga war es Oskar Piastri. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. In seinem Heimrennen. Oh, warm. Bin das australische Wetter nicht gewohnt. Ja. Ich mach's so. Da, 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 da. Close the door. Das muss ich mir jetzt nehmen. Hat sich so angeboten. Schön. Und weiter geht's. Was ein Rennen schon wieder, ey. Das ist aber wirklich. Aber Chi-Chi war gut. Na, no, danke. Wir haben heute großartige Duelle auf den Straßen von Melbourne gesehen und jetzt einen fantastischen Sieg. Zwar ohne deinen Schaden auch nochmal anders ausgesehen wahrscheinlich, aber nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher. Jemanden, den es zu schlagen gilt. Jetzt zählen Energie und Schwung. Ja gut, aber so haben wir trotzdem gut Punkte fürs ganze Team, also. Naja, auf jeden Fall. Doppelpodium so gesehen. Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Aber ich sehe generell immer auf die gesamte Saison, gerade wegen Punkte und so. Also, machen wir erfolgreiches Rennen. Ja, auf jeden Fall. Stand da Max und Ferrari? Ja. Ich glaube, ja. Jetzt sieht man es nicht mehr. Na toll. Der Max ist so eindeutig, Ferrari-Fan. Und hat bestimmt als Fahrer Hamilton ausgewählt. Ja, die 3 Sekunden, die nerven halt, ne? Das ist echt ärgerlich so. Boah, und ganz, aber guck mal den Max an. Der dachte sich so, was, du hast die schnellste Runde, ja. Ich mach schneller. Aber so einen Sack. Aber wirklich noch in der letzten Runde wahrscheinlich auch, ne? Ja, ja. Warte, ich guck mal, Rennleitung. Max.
Rundenzeiten. Nee, in der 18. Na okay, das stand früher. Mhm, aber so wie es aussieht, glaube ich, wegen DRS. Na. Genau, er hat als kleiner Max auch in Ferrari-Bettwäsche geschlafen, so sehe ich. Also das, wobei, das kann ich mir sogar wirklich vorstellen. Ich meine, das hat einen Formel-1-Vater und so. Das könnte ich mir theoretisch bei jedem Formel-1-Fahrer vorstellen, dass der irgendwann in seinem Leben mal irgendwas von Ferrari als Fan quasi mehr oder weniger hatte oder so. Ja, oder von seinem Vater selber, nicht Merchandise. Ja, ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, aber Jos Verstappen, wo ist denn der immer gefahren? Der war nicht bei Ferrari, oder? Boah, das weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich lügen. Ja. Vielleicht was hat Chat jemand? Ist auch leicht vor meiner Zeit, glaube ich. Ich weiß es nicht. In den 90ern, ja, irgendwie so. Oh, unsere Zentrale. Ja. Haus Nummer 47. Ja, ja, ja. Also immer das zu... Also. Oh, ich habe ein Geheimtreffen. Wir sehen uns gleich. Was? Oh je. Aber mit was für Leuten? Beschwerst du dich gleich, dass ich dich nicht vorbeigelassen habe? Nee, also mir wurde ein Angebot unterbreitet von einem Team. Da denke ich nicht mal nach. Okay. Also. Machen ihnen ein Angebot, dass sie nicht abschlagen können. Dass Jos zugelassen hätte. Ich habe die Zinkur gesagt. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Genau. Ich würde mal sagen, wir gehen bis zum ersten und gucken dann mal, was, ob es fehlgeschlagen ist oder nicht. Das Team freut sich, dass du das Treffen abgelehnt hast. Goldner. Dementsprechend können wir ja reagieren. Na, das ist richtig. Vor aber was investieren. Aber das war Krut. Und da eins hat fehlgeschlagen. Ich weiß, dass wir einige neue Entwicklungen erwartet haben, aber einige davon sind leider nicht durch die Qualitätskontrolle gekommen. Schon wieder nicht, ey. Dem Team über den aber jetzt wird das Team wieder selber machen. Also, okay. Dann haben wir so großartig gar nichts mehr eigentlich, außer bei Aerodynamik. Das ist aber ein bisschen teurer. Okay. Und das war's dann soweit. Nur das, was ein bisschen teurer ist. Ich will mal gerade gucken, gibt's irgendwo noch diesen Bereich, wo man sich auch um die Boxencrew quasi kümmern kann? Es müsste in der quasi ja Co-Karriere, ich habe die Fahrerkarriere so gesehen. No. Das dürfte eigentlich nicht verfügbar sein, weil das Team, das er jetzt im Prinzip dann übernimmt. Okay. Schade eigentlich. Das Einzige ist hier für... Was soll das? Okay, man kann sich das nur angucken, wo die Anerkennung aussieht. Ja, ja. Okay. Ja, aber das, was ich glaube ich jetzt noch suche, wäre... Es gab sonst nur noch die Möglichkeit bei dem Vertrag mit weniger Motorleistung und so immer zu holen, dann noch für Geld. Tut es glaube ich gar nicht mehr, gell? Weniger Motorleistung? Also da konntest du ja so eine Fahrerspezialisierung, die dann im Prinzip kaufen. Ja, ja genau. Das danach, ungefähr danach habe ich auch gesucht halt. Dann habe ich auch geguckt. Also ich glaube, das gibt es nicht mehr. Zumindest nicht in dieser Karriere jetzt, ne.
weiß jetzt natürlich nicht, wie es dann in der MyTeam-Karriere aussieht. Da habe ich es auch nicht gesehen. Ja. Das ist auch so wie hier jetzt quasi. In die MyTeam-Karriere werde ich dann erst nächste Woche gucken können. Wenn wir wieder da sind. Mal schauen. Jus fuhr 94 für Benetton, 95 für Simtek, 96 für Arrow, 97 für Tyrell, 98 für Stewart, 2000, 2001 nochmal für Arrows und 2003 für Minardi. Krass. Und mit welchem Team ist der mit... Nee, mit Benetton ist der ja nicht Weltmeister geworden, denke ich mal. Also... Ist der nicht, der ist doch, Jos Verstappen bist du auch Weltmeister geworden irgendwann, aber mit welchem Team denn? Das weiß ich auch nicht. Nicht? Okay, der war nie Weltmeister. Alles klar, ich, deswegen kann ich mich nicht dran erinnern. Ich nehme es zurück und behaupte das Gegenteil. Natürlich wurde Jos Verstappen nie Weltmeister. Wie kommt denn ihr da drauf? Solche Ideen, also wirklich... Oh, aber die zweiten Fliegeklappen. Macht auch das Team wieder? Das macht das Team wieder. Ja, also das mit dem Team ist irgendwie auch ein bisschen komisch gemacht. Aber wir haben noch was Neues freigeschaltet bekommen für 420 Punkte. Die Venturi-Tunnel. Na, okay. Verbesserung. Das ist gut. Na. Er macht es wie seine Landsmänner im Fußball, also immer quasi immer maximal Zweiter werden oder so. So nach dem Motto. Aber wer weiß, ich meine, Leverkusen hat dieses Jahr Vizekusen abgelegt. Wer weiß, was die Holländer bei der Europameisterschaft machen. Ungeschlagen zum Sieg. Oder so. Ah, ich habe das Gefühl, die Setups von dieser Sim-Setup-Seite, die ich jetzt habe, die sind eigentlich gar nicht schlecht. Also zumindest seitdem ich die genommen habe, war ich im Qualifying mindestens immer vorne. Also, und du fühlst dich halt auch wohl damit dann, ne? In dem Fall. Ja, also ich. Das ist halt das Wichtige. Großen und Ganzen halt, ja. Rennen mit Regen diesmal. Echt? Was? Wo? 74% Regen am Anfang. Ah, Wechselhaft. Ja. Oh, ja. Okay. Dann würde ich sagen, wie gehabt. Ja, genau. Motor würde ich jetzt erstmal so lassen. Also sehen wir ja gleich im Training, ob es noch passt oder nicht. Ja. Noch wie damals im 17. und oder 18. Jahrhundert mit Frankreich eine Seeschlacht in der Gruppenphase. Sagen wir so, Kipfoger, wenn es genauso regnet wie bei der Europameisterschaft 2008 zwischendurch, dann kommt das dem relativ nahe. Da gab es so dieses eine Spiel gegen, ich weiß nicht, von ich glaube, das war Türkei oder so. Die konnten ja gar nicht mehr spielen damals. Also das war wirklich das war kein Fußball mehr. Ich weiß aber nicht mehr, gegen wen die da gespielt haben. Das war nicht gegen Deutschland. Ich glaube, gegen Deutschland haben wir erst im Viertelfinale, also die Türkei hat erst im Viertelfinale gegen Deutschland gespielt. Sag ich schon zu Türkei, wir. Das ist ein Quatsch.
Klar, du warst dabei, du warst auf dem Feld. Ja, ich bin vor allem, ich bin vor allem auch Türke. Das bin ich selber neu, aber. Spanischer Türke. Spanischer, genau, ich bin spanischer Türke, genau. Tünes.de. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich so noch nie genannt worden wäre. Tünes. Ich glaube, das war Pixelkiller, der hat mich immer Tönes genannt am Anfang. Besser Tönes als Tönnies, würde ich sagen. Ey, Kipoga, dein Ernst jetzt? Ist das wirklich dein Ernst gerade? Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch, also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen. Das war ein dummer Gedanke, das ist wirklich so unfassbar. Ich finde die Vorgabe auch schön jetzt. Reihe 5 Kurven aneinander. Was soll das denn heißen? Ich soll einfach 5 Kurven aneinander hintereinander wegfahren, sozusagen. Ja. Also ohne dass was Schlimmes passiert. Oh mein Gott. Ja. Und hinterher. Genau. Damit sind sie schon zufrieden, wenn wenigstens mal 5 Kurven hintereinander funktionieren. Damit ist dann quasi auch das Level des Vertrauens schon abgesteckt, ne? In die Fahrradkünste. Genau. Mehr wollen sie nicht. Ja. Mehr trauen sie dir nicht zu. Ich fühle mich so wertgeschätzt vom Team. Lass seinen Kollegen überholen, der ist sowieso schneller. Trotz technischem Defekt oder trotz Defekt generell. Gar nicht wahr, du warst vor mir. Ja, aber das Team wollte ja, dass ich dich vorbeilasse. Ach so, das Team. Ja, bestimmt nur wegen der aktuellen Meisterschaftspunkte. Ja. Bitte kein DSQ, kein DSQ. Hast du dich weggedreht irgendwo, oder? Mhm. Direkter Boxenausgang, oder? Andere Seite. Ja, okay. Du näherst dich der DRS-Zone. Behalte für den Aktivierungsbereich deine MFA im Auge. Ich habe 5 Kurven hintereinander gereiht.
und so gut. Jetzt habe ich die Ziele ganz vergessen. Kettenfahrt an. Hast du noch Zeit dafür? Ja. Ich werde zum Beispiel mit dem Streckenakklimatisierungsprogramm den schnellen dritten Sektor wahrscheinlich gar nicht hinkriegen. Was ich nur nicht ganz verstehe gerade ist, warum er hat als drittes Ziel sauberer Sektor und ich verstehe nicht, warum ich das nicht kriege, ehrlich gesagt. Okay. Wundert mich dann doch etwas, muss ich sagen. Abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeig dir die Zahlen. Okay, in Schweiz war das Spiel, wo sie krassen Regen hatten. Innerhalb von 2 Runden. Das ist ein D11B-Kiefer. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Naja, aber an das Spiel Türkei-Schweiz kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern und also, dass da krasser Regen war und die kaum wirklich Fußball gespielt haben. Und dann im Viertelfinale Türkei-Deutschland war es, gab es rund um Wien, ich glaube rund um Wien oder auf jeden Fall rund um den Ort, wo das Viertelfinale war, gab es so starke Regenfälle und Gewitter, dass wir irgendwie zwischendurch ein paar Minuten dieses Testbild oder quasi Bildschirmschoner vom ZDF hatten, wegen Gewitter kriegen wir gerade kein Signal, bitte warten Sie. Und alle standen damals beim Public Viewing und haben so gesagt, nein, was jetzt? Bei so einem Spiel? Ach. Irgendein Ziel habe ich gerade auch erreicht. Weil er hat automatisch irgendwelche Ziele genommen. Was gegen die Türkei schon Halbfinale, echt? In Basel? Okay. Ich
Ich dachte, das wäre irgendwo in Österreich gewesen. Aber okay, es war ja Österreich und Schweiz damals. Vor allem dachte ich, es wäre früher gewesen. Okay, dann war es Halbfinale. Ich hab zu viel. Könnte vielleicht auch mal ein Setup laden, oder? Wir haben eine Möglichkeit. Das wäre sinnvoll. Oha, also ging es schon gestern. Das hat sich jetzt nicht so schlimm angefühlt eigentlich. Aber eine Serie auf YouTube mit sehr großen Knetfiguren und die Analyse fand dann mit Mattes und Ulf ihren damaligen Reiz. Hey, da will sich Siri einfach mal mit einklinken. Musst du gar nicht, danke. Okay, aber die, also die Serie kenne ich dann tatsächlich nicht. No. Willst du den Kollegen aus seinem Chat eigentlich raushauen, oder? Ja, ich kann gerade noch nicht, wann ich fahre. Na gut, das ist schwierig, das stimmt. Hast du nur gesehen, deswegen. Ja, nur das. Losgehen, sobald du bereit bist. Okay. Feierabend, also guten Abend. Moin, moin, Carlos. Und einen schönen Feierabend gewünscht. Kannst ja jetzt wunderbar entspannen. Zumindest die Folge sind noch online und das auf 24, 240p. Echt? Okay, krass. Warum schatten das schon aus? Oh, was macht der Ferrari da? War ja ein unsicheres Zurückfahren auf der Strecke. Dangerous Rejoin. Mhm.
Dann gucken wir mal. Alle drei Ziele erreicht. So geil, die Ideallinie. Oha. Ist hier tatsächlich aber auch relativ einfacher, weil du auf fast jeder Stelle der Strecke eine Linie hast. Mhm. Also relativ selten mal keine. Und das ist dann doch oft auch die Linie quasi, die du auch erwarten würdest. Ja, genau. War auch krass, ich bin um 2 Sekunden schneller geworden und habe mich um eine Position verbessert. Wieder da waren. Muss mehr mit Zwischengas fahren. Was? Nein. Mein Carlos. Nee, ich muss. Es ist eher so, dass ich früher hochschalten muss. Das ist eher so ein bisschen das Ding. Ich versuch's schon bewusster zu machen, aber es haut noch nicht so ganz hin. Oh. Oh, knapp gerade. Mal gucken. Bist du auf der Strecke? Ich bin auf der Strecke, ja. Aber keine KI in dir, ne? Ne. Also. Ich tapp kurz raus. Carlos, so wie ich aus der Kurve drifte, oder das ist, also du hast schon recht, ich bin da manchmal ein bisschen zu schnell am Gas im Vergleich zu, für den Gang, den ich halt gewählt habe auch, kann man halt entweder durch früheres Hochschalten ein bisschen ändern oder halt, wie du sagst, ein bisschen vorsichtiger halt ans Gas zu gehen. Immer so ein bisschen eine Mischung, die ich noch teilweise ein bisschen finden muss. Ich gehe jetzt in die Box. Mehr kann ich aus dem Programm, glaube ich, nicht rausholen.
Es ist bei ACC gewohnt mit Zwischengas. Weil ich behaupten würde, auch bei ACC kannst du mit, also den du früher hochschaltest, zum Teil dann eher noch was rausholen, gegebenenfalls. Aber wie gesagt, das sind so zwei Möglichkeiten. Ja, glaube ich, Kifoga. Das ist genauso, kannst du, das kannst du dir auch noch angucken, glaube ich. Das müsste es definitiv noch geben auf YouTube. Diese. Also, ich glaube, wenn ich reinkretsche, aber das mit dem Zwischengas, um das mal so ein bisschen bildlich vorzustellen, das macht man eigentlich dann, wenn man ein nicht sequenzielles Getriebe hat, also was nicht synchron läuft, um im Prinzip den Motor auf Drehzahl zu halten, um dann trotzdem schnelle Gangwechsel zu machen. Okay. Und das haben eigentlich so ältere Fahrzeuge. Okay, also da braucht man dann auch Zwischengas. Mhm. Aber in der heutigen modernen Rennfahrzeugkategorie, egal ob Formel 1 oder GT oder so, da hat man eigentlich meines Wissens nach nichts mehr mit Zwischengas, weil diese Getriebe alle synchronisiert sind. Ja, das ist mir auch neu tatsächlich, aber das, ja. Genau, kannst du mal ausprobieren, wenn du das nächste Mal ACC fährst, vielleicht mit hochschalten quasi. Kifoga, was du dir angucken kannst, auf jeden Fall noch ist, es gab ja bei der WM 2006, glaube ich, nicht. Oder doch? Kann sein, dass die bei der WM 2006 angefangen haben, aber auf jeden Fall gab es das bei der EM 2008. Und 2010 dann auch und 2012 glaube ich fast schon nicht mehr. Diese Reportagen von Blumentopf zur WM und EM. Das war nice. Das war damals richtig geil. Ich muss sagen, ich war ja damals ja für Spanien. Ich habe die Reportage zum Finale von 2008 auf jeden Fall gefeiert. Fährst du nochmal oder? Boah, ich überlege gerade 6 Minuten, ne? Also ich wäre eigentlich durch. Ja, ich würde auch sagen, ich bin eigentlich auch durch. Ich habe jetzt bei Streckenakklimatisierung und EHS-Management jeweils 3 von 5. Rennstrategie ist komplett. Und die anderen beiden kriege ich mit dem letzten Programm dann halt durch schnell. Kriege ich dann noch voll. Ja. Das passt. Kifoga, das klingt jetzt nicht überzeugt, muss ich sagen. Das ist wirklich spannend bzw. cool gemacht. Die haben das wirklich damals richtig gut gemacht. Na gut. Deshalb bin ich auch nicht so schnell unterwegs. Ja, zumindest im Training halt, ne? Immer ACC starten, genau. Erstmal ausprobieren, direkt. So muss das. Ja, nachher noch. Bei jemand muss ich auch noch ein paar Runden fahren, wenigstens. Vorher. ACC? Mhm. Fährst du bei Invertmaster nachher mit? Wollte ich, ja. Oh, cool. Streamst du das dann auch? Kann ich ja eigentlich. Wann fängt denn der an? Damit weißt du es? Oder wann bist du? So abends. Müsste ich jetzt gucken. Okay. Ich meine so ganz, also weil theoretisch, wenn du dann einfach nahtlos mehr oder weniger weitermachst mit ACC oder so, nachdem wir hier durch sind. Ich muss nur was essen zu können durchführen. Ja, okay.
Das deswegen gut gedacht, aber. So weit bin ich noch nicht, dass ich durchziehen kann. Na, kenne ich irgendwoher. Ja. Naja, heute habe ich halt einfach Termin. Also heute muss ich zum. Heute habe ich nachher Fußball. Beziehungsweise ich. Genau. Fußball. Ich gucke mir das Spiel ja an. Ah ja, nein. Ja, ich kann es immer noch nicht spielen. Muss jetzt erstmal die Flashbacks aus dem Kopf schmeißen, um dafür Platz zu schaffen. Okay. Ja, dann mach das, Maki Vogel. Schmeiß die Flashbacks raus. Ach komm. Oh, sehr schön, wieder voll. Aber ohne Spaß, das finde ich wieder fies, weißt du? Die geben dir dann genau die Zeit für die 70% Chance, die du gerade nicht mehr hast. Ich hatte noch 8 Minuten und der gibt mir 8 Minuten 30 für 70% Erfolgschance. Super. Guck mal eben hier. War mit 50% Erfolg schon trotzdem erfolgreich, zum Glück. Also habe ich wieder alles voll. Oh Gott. Oh, Erfahrung. Oho. Klar, Training. Die Daten von 2018 sind neuer als die Daten von 2006. Gut, das ist korrekt, Um 20 Uhr wird es losgehen. Na, okay. Ich muss früher los, tatsächlich. Ja, macht ja nichts. Ich denke mal, wir haben jetzt der Qualifying, ich weiß nicht, und dann. Also, wenn das Rennen geht. Ja, ich denke mal, wir sind. Ist eine halbe Stunde? Naja. Nein, es passt also, zeitlich. Vom zeitlichen Rahmen her würde ich sagen, ist fast eigentlich super. Ja, genau. Muss man gerade rappen. Wir sind auf dem zweiten Platz, Konstrukteure. Also, läuft. Das ist ein guter Start, würde ich sagen. Mhm. Und Ziele sind aktiv. Ja. Krass. Also, Kifoga, tatsächlich gibt es das sogar schon, sogar von 2006 bis 2014. Die Reportagen. Das muss ich mir auch, glaube ich, alles nochmal angucken. Lol, da war ja sogar Monika Lierhaus noch. So wie sie halt. Also, wie soll ich das jetzt am nettesten sagen? Da war Monika Lierhaus noch Monika Lierhaus sozusagen. Ah, muss ich erklären, Monika Lierhaus ist eine Kommentatorin bzw. Moderatorin halt vor allem für Sportveranstaltungen gewesen damals. Mhm. Und die hatte, das muss dann, ich meine, wenn ich sehe jetzt hier 2008 war sie bei Euro noch dabei, dann muss das so 2009 oder so gewesen sein, da hatte die ein Aneurysma im Kopf, das wurde operiert und danach hatte sie seitdem ist sie halt Querschnitts, auf jeden Fall hatte sie irgendwie Lähmung und so und musste das Sprechen neu lernen und solche Geschichten. Okay. Naja, das ist so wie zum Beispiel, das hatte ja Gabi Köster ähnlich. Mhm, genau. Deswegen wundere ich, war es für mich gerade fast schon verwunderlich, dass sie Lierhaus jetzt, dass das 2008 gewesen ist. Ich hatte das irgendwie das Gefühl, dass das schon viel länger, ja.
Aber für mich ist auch 2008 gefühlt gestern gewesen. Ich habe was Neues gefunden, was ich noch gar nicht gesehen habe. Die Motorboni-Sachen. Die Motorboni? Wo du halt den Überblick hast, was freigeschaltet ist. Ja. Da sind jetzt auch die Sachen drin mit 15% Reduzierung für Upgrades und so. Ist nichts draus geworden. Also da ist quasi das reingerutscht, was wir so gesucht haben, mehr oder weniger. Also mit reingerutscht. Ne. Na, Kifoga, einmal für dich von AEM 2008 die Reportage zum Finale. Also nach dem Finale tatsächlich. Und nee, das stimmt, ja. Das ist bei den beiden extrem tragisch immer noch, also vor allem halt, das ist auch so, also nicht mal, dass es ausgerechnet, so nach dem Motto ausgerechnet die beiden, das würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Es ist halt egal, wen es trifft, so, ne? Ist halt einfach scheiße. Aber ich habe erst, deswegen passt das gerade auch extrem dazu, weil ich habe erst vor 2 Tagen auf YouTube ein Interview gesehen, oder zumindest angefangen zu gucken, ich habe es dann gelassen, aber wo Monika Lierhaus den Paul Breitner interviewt. Also Und da guckst du das halt an und denkst dir so, boah, das ist ein ganz anderer Mensch. Das ist echt krass. Also ich meine, klar, jetzt ist die auch noch älter geworden, das kommt ja auch noch oben drauf, aber die ist halt einfach, du hörst ja halt immer noch an, quasi die Beeinträchtigung, die sie halt hat. Mhm. Und das ist schon heftig. Um auf die Archives zu kommen. Wir könnten 2 Sachen machen. Zündanlage und bei Aerodynamik deren, wie gesagt, die Kanäle, Unterbodenkanäle. Aber am meisten bringt tun würde die Zündanlage momentan. Okay. Das ist ein großes Update. Das andere ist ein kleines, ne? Ja, kleines Update. Dementsprechend auch billiger. Die Flügelklappen, die werden jetzt sowieso nochmal gemacht, oder was ist da? Das würde das Team machen, genau. Ja. Okay. Ich sehe bei mir tatsächlich nur, dass da SP dran steht, also für Spieler eigentlich. Also, aber da gilt ja das, was bei dir dann ist. Würde ich jetzt behaupten. Ja, im Endeffekt kannst du Zündanlage machen, ne? Alles klar. Bei allem anderen ist ja im Endeffekt, also Trapazierfähigkeit können wir im Moment nicht erhöhen. Wir können sonst nichts weiter machen, eben. Es sind bloß die 2, was jetzt gerade machbar sind. Ne. Gut. Venturi-Tunnel ist halt auch relativ klein, ne? Ja, eben das kleines einzige, der einzige Vorteil, den du da höchstens hast, ist, dass du damit dann die Heckflügeloberklappe aufmachst und die ist dann und die hat dann ein bisschen größeren Effekt hinterher. Oh. Nee, die Venturi-Kanäle sind die Kanäle, die unten die Luft lang gleiten unterm Unterboden. Ja, genau, und danach wäre. Achso, danach meinst du. Ja. Aber das kann man ja auch dann auch machen. Ja, gucken wir mal. Na. In dem Fall. Motor, habe ich insgesamt 23. Sollte auch noch passen. Weil es im Training jetzt nicht so schlimm, bin ich der Meinung. Echt? Das Video sagt gar nichts oder nichts? Oder nur wenig? Schade.
Ein herzliches Willkommen an einem Ort, der im Laufe der Jahre viele sensationelle Runden hat. Sagen wir so, ich war auch damals bei der EM 2008 und so war ich halt auch komplett drin. Und das war halt auch genau meine Zeit, die Zeit vor allem, in der Spanien voll oben auf war und so. Und generell war das eine Zeit, in der ich Fußball so gelebt habe. Also ich glaube, so eine Zeit wird bei mir auch nicht wiederkommen, in der ich alles aufsauge, so in der Form, was Fußball angeht, wie ich es damals gemacht habe. Ja gut, klar, wenn du natürlich schlechte Erfahrungen sowieso mit der Musik vielleicht auch gemacht hast oder so, dann auch verständlich. Ich meine, ich war jetzt nie der Rap-Freund oder sowas, aber die Art von Rap, die fand ich halt, sowas fand ich irgendwie cool dann so. Und gut, ich habe halt viel Sportschau und so weiter einfach generell geguckt. Damals war jetzt noch nicht so die Zeit, glaube ich, wenn ich das richtig im Koffer habe, wo du dann. Also man hat natürlich YouTube geguckt. Aber auch nochmal anders als heutzutage. Damals warst du ja eh froh, wenn die Videos überhaupt dann mal fertig geladen haben. Nur wenn Code of Sons vorliegt.
Fünfter, ja. Moin, Bonebreaker. Geht. Unser Benzin reicht nicht. Na, die Duo-Karriere, ne? Die geht auf jeden Fall weiter. Und wir haben bis jetzt eigentlich heute auch mal schon wieder ganz gute Ergebnisse, also ein ganz gutes Ergebnis erzielt, sagen wir so. In Australien mit einem zweiten und dritten Platz. Ja, Doppelpodium. Genau. Wenn ich mir überlege, wir fahren ja auf 90er KI, also ich meine, du bist ja mit 90er KI oder beziehungsweise bei dir ist es tendenziell ein bisschen drunter, aber ich wundere mich tatsächlich, dass ich da relativ gut mithalten kann. Dann. Wobei im Rennen merkt man dann schon teilweise so ein bisschen den Unterschied. Ja. Da wird es dann für mich sehr haarig auf eine Runde. Kriege ich es dann eher hin, quasi mal auf diese 90er, also der 90er KI richtig quasi Probleme zu bereiten. Ansonsten würde ich behaupten, bin ich dann eher so, muss ich mich schon strecken im Rennen, um das konstant dann auch mitzugehen. Aber gut, je mehr man das macht, desto besser klappt das ja tendenziell. So ist es. Hast du noch einige Probleme im 24er? Jetzt nach dem Patch vor allem oder? Oder generell? Okay. Inwiefern hast du denn da Probleme? Ich erinnere mich noch stark an eine Diskussion mit meinem Vater. Ich kann dir sogar noch sagen, wen ich im FM noch nicht trainiert habe. Ich bin diesmal langsam auf der Strecke. Oh, ich hatte auch einen guten Fehler drin. Ja, dann liegt es aber da dran. Vermutlich. Doch. Glaubst du, mit solchen Spielchen wirst du später Geld verdienen? Dann kann ein bärtiger, fast 12-jähriger Steintroll namens Gronkh mit Minecraft. Na gut. Sagen wir so, Gronkh ist natürlich halt auch, ne, der kam natürlich schon auch mit einem an nochmal, also der war natürlich der Erzählbär von YouTube und ist seit Anfang an da und so weiter und so fort. Das ist, sagen wir so, der hat auf jeden Fall natürlich seine Vorteile einfach generell. Aber klar, jeder, also viele, damals angefangen zu haben, hätte mit Sicherheit, wenn man da durchgezogen hätte und so, hätte man mit Sicherheit auch gute Chancen irgendwo gehabt. Aber die
die Garantie sozusagen hast du natürlich trotzdem nicht, aber vom Ding her ist immer doof, wenn Eltern einen irgendwie zurückhalten bei sowas. Gerade wenn man merkt, dass man da irgendwie Bock drauf hat oder so. Das ist schon immer mies. Ne. Gut, aber man weiß halt auch die Gründe nicht dahinter. Manchmal sind es halt schon vertretbare Gründe und manchmal denkt man sich halt, okay, es muss nicht sein. Ne. Meinst du, dass halt die Eltern einen dann zurückhalten quasi, ja klar. Ich meine, manchmal ist auch bei vielen anderen Leuten, die damals viel gezockt haben sozusagen, die dann irgendwie tatsächlich, es gibt ja auch einige Beispiele, die irgendwie, keine Ahnung, World of Warcraft oder so gespielt haben und das dann einfach übertrieben haben. Und da kannst du, und bei manchen kannst du dann halt schon sagen, die sind dann halt dadurch irgendwie aufs Falsche, quasi in den falschen Bereich gekommen, so. Auf den falschen Weg gekommen. Also dann ist natürlich. Das sind halt die zwei Sachen, die theoretisch probieren können. Und Bohnen jetzt auch bei mir bekommen. Und danke für den Sack. Ja. Was der Mund macht. Ich sag mal, schmerzmittelfrei momentan. Und es halt wirklich exzellent. Tag für Tag besser. Sehr gut. Also es macht echt wirklich die besten Fortschritte, die man da haben kann. Alle Checks abgeschlossen. Achtung, das Auto fährt jetzt raus. Okay, und Bohnenberg hat Probleme mit der Temperatur und er fährt zu aggressiv. Immer, aber immer. Was heißt zu aggressiv, aber... Du hast ja jetzt da auch die Setups da genommen. Was haben die da mal so für Reifendruck? Fragst du mich? Oder? Ja. Also Reifendruck hier jetzt zum Beispiel auf der Strecke ist, glaube ich, voll aufgedreht. Also komplett. Ich glaube, da seid ihr nicht verkehrt, wenn ihr euch daran orientiert. Na, an und für sich fühlt sich's auch okay an. Ich habe jetzt hier ein bisschen teilweise das Gefühl auf der Strecke, dass das Setup, also gut, ob es jetzt einfach an der Strecke und am Handling liegt, weiß ich nicht, aber es fühlt sich jetzt nicht so cool an wie vielleicht Australien. Aber vielleicht sage ich es jetzt auch und jetzt gleich kommt auf einmal eine richtig gute Zeit, ich weiß nicht, mal gucken. Aber ich glaube, ich probiere mal mit einem die Bremsverteilung nochmal zu enden. Geil, ich habe so hochgestellt und direkt habe ich mich trotzdem weggedreht. Mal gucken. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, eben, Boni. Noch geht das super bei mir.
Muss ich da eigentlich Danke sagen für Windschatten, oder? Was? Hattest du Windschatten von mir? Gefühlt ja. Okay. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dann wäre ich nicht auf die Zeit gekommen. Keine Ahnung, aber ich... Ja. Ich habe nicht gecheckt, dass du hinter mir warst, tatsächlich. Hast du so nah hinter mir? Das ist echt krass. Ja. Ja, du kennst doch die Renningenieure, die sagen ja schon bei 10 Sekunden, dass man da was merkt. Ja, stimmt. Wir waren zusammen auf der Strecke, eindeutig Windschatten. Eben. Oh, wenig Treibstoff, scheiße. Also, aber mehr hätte ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht geschafft, muss ich ehrlich sagen. Also. Ich glaube, dann wäre ich abgeflogen oder sowas. Hm. Kommt noch einer? Okay. Man muss halt auch sagen, okay, jetzt muss ich halt auf. Willst du was? Irgendwann musst du halt auch zu dir sagen, okay, jetzt muss ich aber auch dann langsam fahren. Dass du nicht zu viel immer so durchlässt. Das kann manchmal auch gefährlich werden. Ja, ich weiß. Also, deswegen habe ich mich gerade auch zur Seite gepackt, weil du, damit ich nicht, oder damit wir nicht Gefahr laufen, irgendwie von wegen blockieren und so. Das macht er ja auch, macht das Spiel auch ganz gerne. Macht das sehr, sehr gerne, ja, ja. Und vor allem die KI provoziert es ja auch gerne und fährt dann immer genau hinter dir. Ja, genau, das ist es. Ja, Kipoga, das kann natürlich sein mit man weiß nie sozusagen, was einem das dann, was das geändert hätte. Aber ist dann auch die Frage, ob das mit deiner Geschichte dann so gut gewesen wäre, in so eine Firma zum Beispiel zu gehen, wo man wahrscheinlich ja auch ordentlich unter Druck steht. Das ist wahrscheinlich auch cool für Gronkh zu arbeiten, sozusagen, so gesehen und so, aber dieses ganze Content Creator und Influencer-Geschäft ist, denke ich mal, schon auch mit durchaus ordentlich Druck behaftet, sag ich mal. Hat sich echt Leclerc noch dazwischen gesehen. Der ist so, genauso schnell wie ich gefahren. Mann. Na, 2009 ist 15 Jahre her. Ja, deswegen meine ich ja, 2008 fühlt sich so für mich an, als wenn es quasi gestern gewesen ist, aber es ist alles andere als das. Ja, die paar Jahre dazwischen, die waren halt, ja. Mal so, ne? Und dementsprechend fühlt sich das an wie vergessen. Ja, also ich sag mal so, es ist bei mir halt schon viel passiert in der Zeit, ne? Also, ja, das schon, aber auch nicht viel im Positiven bei manchen. Das ist auch richtig, ja. Deswegen. Also wir haben jetzt wirklich 2/3 Regen, ne? Voraussichtlich. No. Wird interessant. Es wird ja sehr interessant, ja. Ich weiß nicht, wie du, also ich weiß, ja gut, du
gewohnt in gewisser Weise, bist du es schon auch mit halt ohne Fahrhilfen zu fahren, aber Nee, aber ich bin jetzt in einem Spiel jetzt einmal bei Feuchtigkeit gefahren und das ist jetzt auch nach dem Patch und ja, das ist genau Erfahrung quasi null. Ja, genau. Ich habe schon immer noch Respekt davor, ohne Fahrhilfen im Regen zu fahren. Das ist immer noch mal was ganz anderes. Ja, aber hast schon recht. Also die 20, die sagen wir es so, die 10er Jahre war ich sehr viel damit beschäftigt, mich selber irgendwie zu finden. Und habe es eigentlich auch erst jetzt nach Corona irgendwann mal. Also bin ich jetzt langsam auf dem Weg dazu. Das klingt jetzt sehr pathetisch oder sehr, sehr philosophisch vielleicht sogar fast, aber es ist tatsächlich so in so eine Richtung. Insgesamt 12 Weltmeister wurden in Suzuka gekrönt. Wer wird heute als Sieger über die Ziellinie fahren? Wir nähern uns dem Ende der Ampelphase beim Grand Prix von Japan. Südwestlich der japanischen Millionenmetropole Nagoya liegt der Suzuka Circuit. Heute ist es hier sehr windig und nass. Dieser Wind wird vor allen Dingen in Sektor 1 den Fahrern extrem viele Probleme machen. Denn in Sektor 1, der 5,79 Kilometer langen Strecke mit ihren 18 Kurven, dort sind die schnellen S's und die haben es unter diesen Umständen in sich. Überholt werden kann am Ende von Start und Ziel, also hinein in Kurve 1 und natürlich immer vor oder in die letzte Schikane hinein. Aber es gibt auch noch die Haarnadelkurve und in der hat es ja auch schon das ein oder andere verrückte Manöver gegeben. Frag nach bei Kamui Kobayashi. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Und der junge Superstar Max Verstappen. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Martinez, Oscar Piastri, Perez, Sainz, Hamilton, Russell, Fernando Alonso, Norris, Stroll, Ocon, Albon, Gasly, Joe, Bottas, Hülkenberg, Magnussen und Logan Sargeant. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Bei mir ist heute ein absoluter Experte mit messerscharfen Kommentaren, Stefan Römer. Hallo. Ich weiß, was wir vor dem Start des Rennens machen, aber wie sieht es bei denen aus, die das Rennen fahren werden? Wie verbringen sie die Stunden davor? Es gibt bestimmte Rituale, die man vor dem Rennen durchführt. Einige haben ihre Kopfhörer auf, sie hören Musik. Manche saugen die Energie des Publikums regelrecht auf und winken ihm zu. Andere gehen in sich, unterhalten sich mit ihren Ingenieuren, nehmen die Informationen auf, die man für das Rennen braucht. Und diese Rituale vor dem Rennen sind wichtig, um die Dinge gezielt zu gestalten. Wir fahren viele Grand Prix in einer Saison und je mehr System man hat, desto leichter fällt es einem. Je gezielter man vorgeht, desto leichter fällt es einem in diesem Umfeld. So schaut's aus. So, Trainer. Ja, gut, es ist... Macht halt nur die Standardstrategie theoretisch Sinn. Ich würde sogar tatsächlich das so einstellen, dann kann ich nämlich besser auf den Regen reagieren, also auf den abnehmenden Regen reagieren. Wobei theoretisch kannst du, es ist eigentlich wurscht. Eigentlich ist es wurscht. Ja, ich habe halt gedacht, ich stelle jetzt die Inters auf 10 Runden ein, dann werde ich halt vorher noch nicht genervt, je nachdem, ob dann halt. Und vielleicht hat sich sowieso dann vorher schon erledigt, wenn man die Strategie vorher schon ändert. Also wenn sich die Strategie durch Abnehmen vorher schon ändert. Also vom Abschnitte her, wie viele ja insgesamt sind Abschnitte, das ist unser gesamtes Rennen, das ist ja 2/3 etwa. Das heißt, wenn rein theoretisch, wenn ich die zweite Strategie ein bisschen strecke, auf jeweils 7 Runden, jeweils 7 Runden, dann müsste ich eigentlich in den Drittel reinkommen, wo es trocken wird. Also, probiere das mit dem zweiten auf jeweils 7.
Also du willst... Jetzt machen. Also du willst im Regen einmal wechseln? Oder glaubst, genau. Oder willst, oder, also... Aber dann hättest du am Ende drei... Ich will nach 7 Runden einmal wechseln. Dann könnte ich wirklich so lange fahren, bis es trocken ist, weil die Reifen frisch sind. Und dann direkt auf Soft gehen. 5 Runden Soft. Bei mir gehen gerade die... Bei mir geht gerade die Bitrate wieder flöten. Er springt zwischen 2000 und 5000 hin und 6000 hin und her. Ist noch 600, 900. Was ist denn da los mit mir? Warte mal kurz. Hast du heute böse Lecks, ja? Ich sehe es, sag ich mal so. Aber wie kann ich das lösen gerade? Eigentlich gar nicht. Abwarten. Ja, das Einzige. Ein bisschen kurz warten, ob es sich fängt. Wenn nicht, dann in Kauf nehmen momentan. Was anderes fällt mir da auch nicht an. Lass mal gerade den Twitch-Inspektor nebenbei laufen. Kann natürlich auch sein, dass ich hier gerade... Dann geht die Bitrate zwischendurch irgendwie auf 20.000 hoch. Obwohl auf 20.000 kbps, ist das so was anderes? Ich weiß es nicht. Ja, aber dann... Würde im Prinzip das nachladen, was er gesäumt hat. Deswegen. Bis zu einem gewissen Grad kann er ja puffern und nachschicken. Ja. Jetzt gerade scheint er sich gefangen zu haben. Er sieht zumindest jetzt wieder stabil aus und ich habe jetzt gerade auch keine ausgelassenen Frames beim Netzwerk. Da kommen gerade keine dazu. Hört sich das doch schon mal gut an. Auch interessant, gestern habe ich... Also wie gesagt, also ich probiere das mit... Also wie gesagt, also... Zweimal Inters probiere ich, jeweils 7 Runden und dann auf Soft. In Hoffnung, dass es dann schnell trocken genug wird. Und dass ich dann schnell genug bin mit den frischen Reifen. Ja. Also ich werde. Laut Anzeige brechen die halt bei 9 Runden schon gut ein. Bei 9 Runden? Ja. Und WB Boni, willkommen zurück. Ja, wenn ich rede, rauscht es. Ja, das kann sein wegen Lüftung, die hier läuft und so. Da muss ich noch wahrscheinlich gucken, wegen anderen Rauschunterdrücken oder so. Ja, Lüfter, genau. Du hast auch erst schon recht bei der Demo. Ich hatte vorher die... Also das wäre jetzt halt mein von der Rennstrategie her mein Versuch, das Beste draus zu machen. So. Ja, ich meine, können ja, also ich werde das mit den 10 Runden versuchen.
Einfach dann einen Boxenstopp quasi weniger tendenziell. Und dann gucken wir halt was da. Genau, dann wer sich damit in die Nesseln setzt, sozusagen. Ja, und Sprit. Also, ich gehe mal auf Nummer sicher. Also, ich normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, bei Nässe fahre ich eine Runde bis dahin. Aber ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher und mache minus 0,4 quasi. Also, 37 Kilo klappt nämlich mit. 37 Kilo? Mhm. Moment. Achso, du gehst quasi Risiko sogar. Ich gehe noch ein bisschen Risiko, aber nicht volles Risiko. Na, okay. Und nein, Boni, ist noch kein Training. Wir sind gerade im Startquid und haben über die Strategie gefachsimpelt. Ja, und gewartet, dass mein Netzwerk wieder stabil läuft. Genau, nebenbei. Ja. Ja, ach so, ja. Wir haben leicht Drehen, genau. Und, also ich wäre ready. Ich wäre auch ready, ja. In dem Fall. Auch in die Einführungsrunde. So sieht's aus. Alles klar, also Kova, guten Appetit, mein Lieber. Das Wetter könnte definitiv besser sein, was klare Sicht und Grip angeht. Die Fahrer bringen ihre Runde hinter sich und bereiten sich mental auf ein Rennen vor, das viel Konzentration erfordern wird. Ja, das Rennen wird Konzentration erfordern, das stimmt. Das Rennen wird jeden Moment losgehen. Die Autos nehmen nur noch ihre Startposition ein und die Fahrer und Teams treffen die letzten Vorbereitungen. Ein bisschen Schiss mit dem Wetter. Schauen wir mal. Das spritzt aber schon gut hoch. Ich wollte gerade sagen, ihr seht. Leichter Regen, okay. Ja, okay, da bin ich sehr schlecht aus den Startlöchern gekommen. Oh nein, nein. Hey! Hamilton! Unterboden direkt beschädigt, nice, danke. Ja, bei mir auch, komplett. Echt scheiße. Eingehakt, der Ferrari, Volt Science. Und Hamilton hat aber 10 Sekunden Zeitstrafe gekriegt. Schön. Ja. Immerhin das. Dass der Unterboden mir jetzt nicht komplett das Rennen versaut. Muss halt aufpassen jetzt. Ja, extrem. Aber geht noch. Ne? Gerade beim Anbremsen und Rausbeschleunigen. Da muss halt extra gucken. Na. Vor allem mit Russell hinter mir. Oh, Red Bull neben der Strecke. Max war das. Oh krass. Direkt vor mir. Es sind tödlich mit Unterboden Schaden. Ja, du sagst, es passiert. Der Unterboden wurde leicht beschädigt, aber es ist nicht so schlimm.
sagt er mir jetzt? Der Unterboden wurde beschädigt. Könntest du was merken? Oh, danke. Könnte sein, dass ich was merke seit 2 Runden. Wo ist denn was? Lol. Ui. Auf einmal einfach Alonso hinter mir statt Russell. Ich dachte nur, hä? Vorbei, der Hamilton. Hm. Aber jetzt 10 Sekunden. Ganz genau. Oh. Auf der Strecke bleiben. Big Mistake, ja. Seitenkästen sind auch kaputt. Oh, scheiße, okay. Also schön Probleme mit direkt mit dem Motor auch gleich. Nee, Alonso. So einfach machen wir es hier nicht. Oh, schwierig hier mit dem Schaden. Mhm. Das wird gefühlt trockener, oder? Ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt. Ja, aus meiner Sicht auch. Ist halt die Frage, ab wann es dann tatsächlich so trocken ist, dass man auch wechseln kann. Ja. Auf welche Reifen dann auch. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt wäre es hart. Ja. Bist du es noch auf der Hinterreifen? Also Wasser. Mhm.
Wetterbericht. Kein Regen erwartet. Momentan kein Regen erwartet. Wir sind gerade in einer Zwischenphase. Trockenreifen und Intermediates könnten beide passen. Wir sind in einer Zwischenphase, dachte. Denk an die Überholtaste. Wir haben Energie und sollten sie nutzen. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Wir sind uns nicht sicher, ob Trockenreifen oder Intermediates gerade besser sind. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Ja, wir gehen jetzt in der Box. Oh, was nehmen wir da? Okay. Ich geh auf hart. Fahr raus, fahr jetzt raus. Das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich und die Crew. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Wir haben auch hart genommen. Naja, haben alle hart genommen. Um mich rum. Und der Motor glüht. 150 Grad. Scheiße. Also was ich dir auf jeden Fall sagen kann, pass auf mit den Reifen, mit den harten, weil die sind definitiv erstmal sehr kalt. Okay. Mindestens eine Runde lang. Killercat, Hallöchen, danke für den Raid. Herzlich willkommen, ich hoffe euch geht's gut. Mit dem Shoutout, mit dem Twitch-Shoutout muss. Müssen wir noch warten. Ey, was macht denn. Oh Mann. Gasly. Wahrscheinlich gleich auch meine Seitenkästen kaputt. Weil Gasly sich nicht zurückhalten kann. Die Seitenkästen haben was abgekriegt. Behalte die Motortemperatur im Auge, es könnte sich auf die Kühlung auswirken. Wie war dein Stream-Killer-Cat? Hast du wieder. Ist bestimmt wieder Eurotruck gefahren, ne? Bei mir seid ihr jetzt gelandet bei Formel 1, wie ihr seht. Wir sind im zweiten Rennen, also im vierten Rennen der Duo-Karriere, aber das heute ist das zweite Rennen. Und ja, ich sag mal so, das erste Rennen war durchaus erfolgreich. Das zweite jetzt gerade hat sehr schwierige Bedingungen und wir haben direkt schon beide, also Zenkuri und ich, wir fahren wie gesagt in der Duo-Karriere, also zwei echte Fahrer gegen die KI und unsere beiden Autos sind schön direkt in der ersten Runde schön beschädigt worden durch die KI.
Wir waren ein bisschen durchgereicht hier auf Platz 10. Okay, hör zu. Die Rundenzeiten schwanken im Moment ein wenig. Wir brauchen Beständigkeit, also versuchen wir sie zu stabilisieren. Ich soll eine durchschnittliche Rundenzeit von 1,37,4 erreichen, während meine beste Zeit gerade eine 1,39,4 ist. Okay. Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Gutes Ziel, Jeff. Gutes Ziel auf jeden Fall. Ambitioniert. Sehr schön, Killer Cat. Wo seid ihr lang gefahren heute? Ja, das ist aber auf 3 Runden gerechnet, deswegen. Ja gut, okay, jetzt habe ich auch eventuell die Zeit auf eine 1,37,2 verändert. Also die beste Zeit. Karosserie hat auch noch was abgekriegt. Nice. Vorher erreicht ihr ja noch nicht, dass die Seitengäste kaputt sind. Wir haben kritische Unterbodenschäden. Immerhin konnte ich die Probleme auf der Bremse durch den Unterbodenschaden ein bisschen reduzieren, indem ich die Bremsbalance noch mal weiter umgestellt habe. Okay. Auf 60 ging es dann. Aber Gasly ist auf der Geraden so viel schneller als ich. Konnte den zweimal in 130R noch irgendwie abfangen, weil er vorher 130R einfach bremst, aber wo er Gas rausnimmt zumindest. Jetzt habe ich mich sehr gut verbremst. Was war das denn? Ja, vom Haus. So. Ich habe halt Fenster offen, wegen Luftkühlung. Alles gut. Sonst gehe ich hier ein. Hab jetzt auch 27,8 Grad. Okay, krass. Ich habe kein Thermometer, aber 27 Grad habe ich definitiv nicht. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,8 Sekunden. Wieder reicht. Grüne Flagge. Hey, jetzt werde ich auch von allen hier überholt. Was ist denn jetzt los? Einer nach dem anderen, ey. Thank you.
Ich habe keine Chance. Die Kicker, die Joe Ocon, die fahren einfach an vorbei. Wenigstens dranbleiben versuchen. Nur in 130R kann ich dann wieder quasi aufholen. Oh, ja, mach wenigstens das. Leclerc hat sich verbremst davon. Das Gefühl, gerade am Eingang der S's sind die ist die KI besonders aggressiv. Mhm. Kommt der Perez auch noch von hinten. Und ich wundere mich, warum ich so viel langsamer bin als die anderen. Ich gucke mal so an den Motor. Du hattest bei 150 Grad irgendwie gesagt, der ist warm, ne? Heiß. Glühend. Ja, was sagst du bei 170? Ach du Scheiße. Kannst du überhaupt noch fahren? Selber wie ein Jedi bei mir wieder. Ich kann noch fahren, aber es ist halt. Okay, hör zu. Ich werde halt von allen überholt. Sehr, sehr heiß. Der Motor läuft heiß. Wir sollten versuchen, ihn etwas abkühlen zu lassen. Jetzt kriege ich auch gesagt, ich soll ihn abkühlen lassen. Ach Mann. Hätte so schön werden können. Ja, 146 habe ich. Na. Ja, und ich fahre jetzt schon bewusst, sage ich mal, langsamer. Oder so, dass ich werde einfach von allen geschluckt. Also ich bin jetzt an letzter gerade auch. Oh, Ocon hat sich verbremst. Okay, alles klar. Also ich, indem ich langsamer fahre, habe ich jetzt, also habe ich trotzdem eine Motortemperatur von 168. Dann gehst du einmal auf Vollgas, bist du wieder bei 170. Nicht durch den Schaden. Ja. Ja, da kannst du auch nicht viel machen, nicht viel runterregulieren, außer stehen bleiben sozusagen, bis er abgekühlt ist und dann fährst du vielleicht weiter oder ist er auch. Sowieso dann nach 2 Minuten wieder, Sekunden wieder bei 170. Das Blödeste daran ist halt, dass er gleichzeitig jetzt natürlich dann mit der Temperatur entsprechend auch Abnutzung sammelt. Ne? Haben wir ja gestern gesehen, da war auf einmal doppelt so viel Abnutzung drauf wie bei dir. Ja. Okay.
Meine Reifentemperatur ist auch ganz komisch. Komisch, aber das ist fast. Das ist nicht irritierend. Nee, irritierend nicht. Oh, werde ich fast das Auto verloren. Ich habe das Ziel erreicht. Mein Motor war nicht eine Sekunde über der Temperatur 177 Grad. Wow. Das ist eine Leistung. Echt krass, das Auto schleppt sich gerade auf der Start-Zielgeraden gerade mal so auf 300 km/h. Kannst richtig hören, wie der keine Kraft mehr hat. Ist, mit solchen Vorzeichen fährt sich dann auch ganz direkt ganz viel ruhiger. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Find den Fehler. Das sagst du, ich habe ehrlich gesagt aufs Benzin noch gar nicht geguckt. Bin froh, dass ich ein bisschen mehr mitgenommen habe, sag ich mal so. Mhm. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt. Das ist nämlich krass, sobald du einen Unterbodenschaden oder überhaupt halt Schaden hast, quasi verbrauchst du auf einmal so viel mehr. Ja. Ich bin um Mühe irgendwie ein bisschen Sprit zu sparen, aber vergebens. Ja.
Das habe ich in Jet auch versucht. Du hast verlassen angeblich. Ach ja. Fehler bei mir. Ron hat zwar einen Flügel gesprochen, aber knallt dann wieder voll rein. Interessant halt, dass das Internet trotzdem noch, also diesmal, also ich weiß auch nicht. Vorhin bin ich in Formel 1 geblieben, aber bin aus dem... Versuch mal noch schnell wieder reinzukommen, bitte. Ja, ich versuch's auch. Okay, danke. Session bei, bitte warten. Kannst an dieser Session nicht teilnehmen, der Vorgang wurde abgebrochen. Oh no. War das Spoonkurve, ging der Sprit aus. Auch da vorbei. Oh je, das Rennen ist für den Arsch. Scheiße. Was ist los? Ja, Sprit leer. Alle vorbei. Alle vorbei. Kacke. Ich komme nicht mehr rein. Kommst nicht mehr rein? Mhm. Aber in der Lobby bist du, oder? Oder kommst du in der Lobby auch nicht mehr? Also ich kann... Ich komme in die Session nicht rein. Ich glaube, also... Ja, dann warte kurz. Genau, keine Lobby. Also im Prinzip, wenn du wieder in der Lobby bist, wahrscheinlich dann komme ich quasi wieder rein. Ich denke mal, ja. Von aus. Weil so sagt er mir immer Fehler, du kannst an dieser Session nicht teilnehmen, der Vorgang wurde abgebrochen. Ah, okay. Ja, ich glaube, die haben das jetzt auch so, sobald du die Session verlässt, dass automatisch dann dein Auto den auf Aufgehen gesetzt wird, also beenden. Echt? Ich glaube ja. Boah, das ist ein Bug noch. Ne. Also cool wäre es nicht, sag ich mal so. Das wäre vor allem, wenn du mittendrin bist. Also ich sehe gerade auch, ich muss auch mein Bot noch ein bisschen aufräumen. Nicht, sehe ich gar nicht. Weil es steht halt dran nicht verbunden. So, dass man... Mein letzter Beschkurs geworden. Drücken wir heute. Ich muss kaputt abziegeln. Das Ding mit dem Rausfliegen. Wenn wir keinen Schritt mehr haben. So, ja, das glaube ich auch, ja. Ach Mann, das war ein etwas unbefriedigendes Ende, wobei es so gut angefangen hat insgesamt. Es hat auf jeden Fall auch wieder Spaß gemacht. Das kann ich nicht anders Vor allem bei Nessel, das war gut. Es war schade mit dem Schaden, aber es ging halt trotzdem irgendwie. Ja, richtig.
So, jetzt bin ich wieder am Ding. Teamlager. Okay. Ich guck mal gerade, ob ich reinkomme. Das sehen jetzt meine Zuschauer nicht, weil ich bin schon in die Just-Chatting-Szene gegangen, aber ja, so, da trete Session bei, bitte warten. Das sieht erstmal so aus wie vorher, aber jetzt müsste gleich der Trainer kommen, vielleicht. Da kommt er. Du kannst an der Session nicht teilnehmen. Der Vorgang wurde abgebrochen. Okay. Geh mal. Also bist du einmal komplett rausgegangen, oder? Nee, das mache ich jetzt mal. Ich zeig's den Leuten mal trotzdem. Mal einfach das. Wir sehen, was abgeht. Jo. Also, du bist rausgegangen, oder? Ja, dann gehe ich jetzt wieder rein. So, bin jetzt in der Lobby für China. Ich muss dann auch warten auf dich. Na, funktioniert, okay. Das funktioniert. Nochmal Glück ab. Quasi. Bei dir steht auch China jetzt dran. Das ja. Bei dir jetzt übernommen. Ja, okay, genau. Okay. Wunderbar. Dann können wir das quasi so stehen lassen? Genau, würde ich sagen, ja. Weil ich. Alles klar. Muss jetzt gucken. Also um 19 Uhr wollte ich am Platz sein. Ja, deswegen. Dann passt es. Genau. So. Dann verabschiede ich mich mal schon mal von deinen Zuschauern. Dankeschön für coole 2 Rennen. Hat Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich irgendwie nächste Woche wieder. Müssen wir quatschen, dann wann genau. Aber da finden wir dann, denke ich mal, Termin. Alles klar. Also, Koop, nächste Woche geht's weiter. Ja. In dem Fall. Auch bei deinen Zuschauern. Bye. Ciao, ciao. Genau, so. Wir werden heute zum lieben Invertmaster raiden, der fährt heute Spa in der Karriere und um 20 Uhr dann Community Race auf dem Nürburgring in ACC. Da wird Zenkui auch wieder am Start sein. Also seht ihr den heute auf der Strecke ein bisschen häufiger als mich. Ich bin tatsächlich dann, ja, ich würde sagen, spätestens Dienstag wieder am Start. Wir sind ja jetzt am Wochenende, sind wir ein bisschen unterwegs in Süddeutschland, Skyler und ich. Und Carlos, ich werd die Grüße ausrichten. Genau, wir sind, wie gesagt, unterwegs in Süddeutschland jetzt am Ende, am Wochenende. Und dann dementsprechend melden wir uns beide im Endeffekt dann wieder. Also Skyler und ich am wahrscheinlich Dienstag. Ich gehe mal davon aus, Montag werden wir wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie früh genug da sein, dass wir da noch, dass man da irgendwie noch einen Stream anmacht. Höchstens ganz spontan, aber wie gesagt, da gehe ich jetzt erstmal nicht von aus. Dienstag wäre ein Stream. Ich habe abends Schlaflabor und so, aber das erst um 9 Uhr, insofern passt das. Viele Grüße an Invertmaster, macht's gut und wir sehen uns Dienstag. Ciao, ciao.